Performance hat eigentlich in dem Sinn im Vorfeld kein Ziel, sondern es geht um die Interaktion, um das Spontane und auch darum, die Menschen, die Anwesenden in so einen Schwellenzustand zu bringen, der zwar real ist in dem Moment, aber nicht so real in den Strukturen, die sie kennen. Acht geben muss ich, dass ich mich nicht verschreibe wahrscheinlich. Und dass ich das Ziel nicht aus den Augen verlasse, weil wir möchten hier zügig eigentlich fertig werden. Ich habe mich jetzt als normale Besucherin verhalten, außer dass ich im nackt bin, aber statt Kleider habe ich dann Kleider beschriftet auf meinem Körper und durch das habe ich wollte den Leuten so die Bewusstheit machen von dieser Alltagsblindheit und die so ein bisschen wachrufen. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe eigentlich schon versucht, Leute anzuschauen, aber die haben eher auch den Kontakt vermieden. Ja, eigentlich eher passiv und ein bisschen ausweichend. Und sonst, das typische Bild von der heutigen Zeit ist, die zücken das iPhone und filmen außergewöhnliche Sachen, was heute der Fall ist. Ja, ich bin schon enttäuscht und ich hätte mir gewünscht, dass ich reinkomme. Andererseits zeigt das leider die starre Rahmenbedingungen von so hochkommerziellen Messen und auch Kunstmessen sind da leider nicht ausgeschlossen.